In 7 Jahren werde ich finanziell frei sein. Mein Name ist Lennart und ich nehme euch hier auf meinem Kanal mit auf diesen Weg. Und heute soll es um das Thema gehen, wie viel ich eigentlich zum Leben brauche und wie viel Kapital ich benötige, um finanziell frei zu sein. Also seid auf jeden Fall gespannt, aber bevor wir ins Video starten, stellt sicher, dass ihr mich abonniert, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Und schaut doch mal bei TikTok und Instagram rein, da mache ich mehrere Kurzvideos zu dem Thema und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort aussehen. Zuerst einmal, finanzielle Freiheit bedeutet wirklich für jeden etwas anderes. Für den einen ist es das Ziel, dass er einfach nur noch chillen kann und sich keine Gedanken mehr machen muss. Der andere möchte für seinen Ruhestand vorsorgen. Mein Ziel ist es, in 7 Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen. Das heißt bei mir auf gar keinen Fall, dass ich nicht mehr arbeiten werde. Es macht Spaß zu arbeiten und der Mensch braucht auch einfach eine Beschäftigung. Ich möchte einfach nur die Freiheit haben, das zu tun, worauf ich Lust habe und in dem Job zu arbeiten, den ich liebe. Und genau, das bedeutet finanzielle Freiheit für mich. Fangen wir damit schon mit dem ersten Punkt des Videos an. Ausgaben sind entscheidend. Ausgaben sind wirklich mit der wichtigste Punkt auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Warum? Da gibt es 3 Punkte, die wirklich wesentlich sind. Der erste Punkt ist wirklich sehr offensichtlich. Je geringer eure Ausgaben sind, desto höher kann eure Sparquote und eure Investitionsquote ausfallen. Also wenn ihr weniger Geld ausgibt, könnt ihr einfach mehr investieren und seid auch schneller finanziell frei. Der zweite Punkt geht in eine ähnliche Richtung und ist auch super wichtig zu verstehen. Je weniger ihr zum Leben braucht, je weniger Ausgaben ihr in eurem Leben habt, um glücklich und zufrieden zu sein, desto eher erreicht ihr das Kapital, was ihr benötigt, um die finanzielle Freiheit zu erreichen. Also je weniger ihr ausgibt, desto weniger braucht ihr auch später als Vermögen und gleichzeitig habt ihr eine höhere Sparquote, also könnt ihr das schneller erreichen. Das hebelt sich sozusagen selbst. Der nächste Punkt hat gar nicht so sehr was mit finanziellen Sachen zu tun, sondern es geht darum, dass man ein bewussteres Konsumverhalten entwickelt. Also man merkt wirklich, was man zum Leben braucht, was einen glücklich macht und dass Markenklamotten und teure Autos und so weiter einen nicht unbedingt glücklich machen. Das ist auch ein Punkt, den ich mit 19 Jahren sehr schmerzhaft erleben durfte, aber ich habe es gelernt, ich habe meine Lektion daraus gelernt und heute weiß ich, dass ich mit sehr wenig sehr, sehr glücklich sein kann. Zu dem ganzen Thema Ausgaben und wie ihr Ausgaben sparen könnt, mache ich nächste Woche auch noch ein Video. Das packe ich auch in die Playlist Mein Weg zur finanziellen Freiheit. Also schaut da auch auf jeden Fall mal rein. Aber einen Tipp möchte ich euch vorweg schon mal mitgeben. Macht auf jeden Fall eine Auflistung von allen Einnahmen und Ausgaben, die ihr habt, damit ihr erstmal ein Verständnis dafür entwickelt, wie viel das wirklich ist und schaut einfach, was ihr von den Sachen, die ihr ausgibt, wirklich braucht. So Abos und so weiter, die ihr vielleicht nicht braucht, könnt ihr einfach kündigen und schaut da einfach mal rein. Kommen wir damit zu Punkt 2 des Videos. Wie viel Geld brauche ich persönlich eigentlich zum Leben? Ich habe das Ganze mal in 4 Kategorien eingeteilt und in der ersten Kategorie, das ist Wohnung, Strom und Internet, also alles, was irgendwie mit der Wohnung zu tun hat, habe ich 700 Euro im Monat und das ist wirklich mein größter Kostenfaktor und das ist auch noch ein Faktor, den ich senken möchte. Also wir suchen momentan nach neuen Wohnungen. Wenn ihr mich kennt und was in der Nähe kennt, manche wissen ja, wo ich wohne, dann schreibt mir gerne, weil wir haben hier eine 110 Quadratmeter Wohnung zu zweit und wir bezahlen quasi beide 700 Euro mit Internet und Strom. Das ist einfach viel zu viel. Genau, darum suchen wir auch noch was Kleinerem und Günstigerem. Das ist ein Punkt, wo ich mich auf jeden Fall noch verbessern muss. Der zweitgrößte Kostenfaktor bei mir ist Einkäufe und Essen. Das sind monatlich 350 Euro. Das ist auch noch überschaubar, aber ich glaube, da kann ich auch noch dran arbeiten, weil ich sehr gerne essen gehe und auch mal Pizza hole und sowas. Da kann ich auf jeden Fall dran arbeiten. Da muss ich mir auch mal in die eigene Nase packen. Aber mit 350 Euro kann ich schon ganz gut leben. Dann kommt der dritte Faktor, das sind Versicherungen. Einmal meine BU, dann eine Hundehaftpflicht, Hausrat und sowas alles. Die BU wird ja quasi hinfällig, wenn ich finanziell frei bin, weil ich meine Arbeitskraft dann ja nicht mehr absichern muss. Aber momentan ist die auf jeden Fall noch entscheidend, solange ich ganz normal arbeite. Genau, und damit kommen wir zum Punkt 4. Das ist bei mir Sport und Freizeit. Da gebe ich im Monat so circa 70 Euro aus. Und damit landen wir bei Gesamtausgaben von 1200 Euro monatlich. Klar, das schwankt auch mal ein bisschen, ist vielleicht mal nur 1100, dann ist es mal 1300. Aber 1200 ist bei mir so der Monatsdurchschnitt. Heißt, ich bräuchte eigentlich 1200 Euro im Monat netto, um finanziell frei zu sein. Also das müsste aus Renditen kommen. Aber ich will natürlich auch nicht auf den letzten Cent angewiesen sein. Darum rechne ich lieber mit 1500 Euro, pack dann einen kleinen Puffer drauf, damit ich ein bisschen Spielraum habe. Und das sind 1500 Euro netto mit Kapitalertragssteuer und so weiter, wären das also quasi 2000 Euro brutto, die ich monatlich benötige aus Renditen, damit ich leben könnte. Und das wären im Jahr 24.000 Euro Rendite, die ich benötige. Kommen wir damit zu Punkt 3 des Videos. Wie viel Vermögen brauche ich, um finanziell frei zu sein? Und das ist wirklich ein ganz einfacher Dreisatz und ich rechne mal mit 5% Rendite, die ich am Kapitalmarkt erwirtschaften werde. Klar, das kann auch mal weniger sein, das kann auch mal mehr sein, aber im Langzeitschnitt haben wir zum Beispiel beim MSCI World knapp 9% Rendite. Also die 5% sind schon sehr konservativ gerechnet. Nehmen wir also an, die 24.000 Euro, die ich bräuchte, wären diese 5%. Mit dem einfachen Dreisatz kommen wir dann bei 480.000 Euro raus, die ich am Vermögen benötige, um finanziell frei zu sein. Einen Punkt müssen wir dabei auf jeden Fall noch beachten, und zwar die Inflation. Ich werde ja nicht heute finanziell frei sein, sondern strebe erst an, in 7 Jahren finanziell frei zu sein. Gerne auch eher, wenn es funktioniert.
Darum rechne ich eher mit 530.000 bis 550.000 Euro, die ich für meine finanzielle Freiheit benötige. Und so geht es jetzt weiter. In den nächsten Wochen und Monaten werde ich euch hier noch einige Videos bringen dazu, wie mein ganzes Einkommen aussieht, wie viel Vermögen ich derzeit habe, woran ich arbeite. Ich werde euch Tipps geben zum Kostensenken. Ich werde euch wirklich hier auf diesem ganzen Weg begleiten, bis ich es geschafft habe, finanziell frei zu sein. Also würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich hier abonniert, damit wir zusammen diesen Weg beschreiten können. Und wie schon gesagt, schaut gerne mal auf TikTok und Instagram vorbei. Dort heiße ich auch Finanzlennart. Ich packe euch den Link aber auch in die Kommentare. Und was mir auch noch wichtig ist, das hier soll keine Einbahnstraße sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier austauschen, ihr mal in die Kommentare eure Gedanken schreibt. Vielleicht mal reinschreibt, was ihr für Tipps habt zum Kostensenken, was ihr bräuchtet, um finanziell frei zu sein. Lasst uns einfach über diesen ganzen Prozess hier austauschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.